Militärfußball-EM. Im letzten Spiel trifft die ungeschlagene Bundeswehrmannschaft auf die Niederlande. Beide Mannschaften in den traditionellen Trikots, Deutschland in weiß-schwarz und die Gastgeber in Oranje. Die Vorgaben des Trainers kann das deutsche Team nicht umsetzen. Unkonzentriertheiten und Abspielfehler im Mittelfeld bringen die Holländer ins Spiel. Sie versuchen es mit Pressing und setzen die deutsche Abwehr unter Druck. Gefreiter Stefan Salger mit der Nummer 15 Bundesliga-Profi beim 1. FC Köln versucht sie spielerisch zu befreien. In der 13. Minute dann die erste Großchance für Oranje. Stabsunteroffizier Liefheber mit einer akrobatischen Einlage. Mit einem Fallrückzieher schließt er ab, aber kein Problem für Torwart Oberfeldwebel Bormann. Gefährlicher wird es nur eine Minute später. Völlig frei vor dem deutschen Tor kommt der niederländische Stürmer Liefheber zum Kopfball. Der Abschluss aber schwach. Die Bundeswehrspieler versuchen es mit dem schnellen Abschluss aus der Distanz, aber bislang mit wenig Erfolg. Dann die 33. Minute. Über links kommt der Ball in den Strafraum der Niederländer. Im Fallen erreicht Schütze Michael Sohns noch den Ball. Er ist schneller als sein Gegenspieler wieder auf den Beinen und kann zum 1:0 für die Bundeswehrmannschaft einköpfen. Danach verflacht die Partie und Deutschland geht mit der 1:0-Führung in die Pause. Zweite Halbzeit, die Niederländer kämpfen weiter. 49. Minute, Eckball von links. Die deutschen Spieler bekommen den Ball nicht aus dem 16er. Hartog kommt zum Schuss. Flieger André Otten kann klären, allerdings knapp hinter der Linie. Holland gleicht aus zum 1:1. Paradoxerweise kommt die Bundeswehrmannschaft nach dem Gegentor besser ins Spiel. Der Ball läuft jetzt sicherer. Doppelpass von Hauptgefreiter Bambach mit Schütze Sohns, aber der letzte Pass ist zu ungenau. Dann in der 66. Minute Freistoß von rechts durch Profi Salger. Feldwebel Florian Stahl kommt zum Kopfball und lässt dem Torhüter keine Chance. Die 2:1-Führung für Deutschland. Für Stahl ist es der vierte Treffer im vierten Spiel. In der Folge bekommt das deutsche Team das Spiel mehr und mehr in den Griff. Wieder ist es eine Standardsituation, mit der Deutschland für Gefahr sorgt. 77. Minute. Die Situation scheint geklärt. Doch der Ball kommt zu Flieger Florian Stahl. Der legt auf für Stabsunteroffizier Oliver Unsöld. Souverän netzt er Volley zum 3:1 ein. Für den Rekordnationalspieler ein schönes Geschenk zu seinem 37. Geburtstag. Nun ist der Widerstand der Gastgeber gebrochen. Nur 3 Minuten später ist Feldwebel Stahl wieder zur Stelle. Mit seinem 5. Turniertreffer sorgt der Zeitsoldat für den schließlich deutlichen 4:1 Endstand. Deutschland ist Militär-Europameister. Tröstlich für das Oranje-Team. Trotz der klaren Niederlage landen sie aufgrund des besseren Torverhältnisses auf dem 3. Platz vor Irland und qualifizieren sich so für die Military World Games. Trainer, Mannschaft und Betreuer der Bundeswehr sind glücklich über den Titel und die Qualifikation für Rio. Trotzdem, man bleibt kritisch. Das Spiel war schon im Vergleich zu den ganzen anderen Spielen ziemlich grausam gewesen. Das Problem ist natürlich, ich habe von vornherein gesagt, wir nehmen jedes Spiel ernst und wir wollen der Fairness halber natürlich auch den anderen gegenüber alles geben. Aber die Jungs können auch rechnen, die sind in ihrem Kopf gefallen. Ja, wir hatten 9 Punkte, 12 Tore vor. Also da war es schon schwer, die Mannschaft zu motivieren. Für Kapitän, Rekordnationalspieler und Geburtstagskind Stabsunteroffizier Oliver Unsöld war es ein ganz besonderes Turnier. Das große Ausrufezeichen, wohin unsere Mannschaft steht, ist einfach die Kameradschaft. Ja. Die Kameradschaft ist unheimlich wichtig. Das habe ich schon bei anderen Turnieren miterlebt, wo sie nicht so gut war. Aber hier war ein Team da, wo der eine für den anderen gekämpft hat. Und jetzt stehen wir da und sind, ich weiß nicht, ja, wie viele Jahren wieder Europameister. Besser kann es nicht laufen. Nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Jetzt heißt es für die Verantwortlichen, auch für die Military World Games, einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen.